Liebe Freunde, liebe Gäste, es freut mich wieder, dass ich euch bei Börsenhof TV begrüßen darf. Programmübersicht: Weihnachtsdeko, Adventmarkt Klosterneuburg, Spaßlabor, Geschenke, Thomas Stipsitz und das Weingut Auer. Viel Spaß, meine Herrschaften. Ende November werden die Nächte immer dunkler und länger. Doch zur Adventzeit auf einmal werden die Nächte heller und heller. Daran ist in erster Linie bei uns der Sohn, der Robert, schuld. Denn der macht die Weihnachtsbeleuchtung und sorgt dafür, dass unser Energieversorger nicht an Armut zugrunde geht. Ab Freitag, dem 11. Dezember, haben wir unser Restaurant, unsere Gaststube wieder geöffnet. Der Urlaub ist vorbei. Die Weihnachtsfeiertage 25. Dezember und 26. Dezember sind wir natürlich voll im Einsatz. Wenn ihr Tische bestellen wollt, bitte so bald als möglich, damit ihr sicher euren Tisch bekommt. Für eine stimmungsvolle, schöne Weihnachtsdekoration im Haus ist meine Frau, die Heidi, verantwortlich. Hier nochmals einen kurzen Überblick über die Öffnungszeiten an den Feiertagen. Weihnachtsmarkt Stift Klosterneuburg. Wir sind ja immer unterwegs, um Ausflugsziele für unsere Gruppenreisen, für unsere Busgruppen zu finden. Und die kommen ja auch manchmal zu Weihnachten, zu Silvester und zur Adventzeit. Und so haben wir uns auch die verschiedensten Adventmärkte angeschaut und da haben wir den Adventmarkt im Binderstadl, also ein Indoor-Adventmarkt sozusagen, in Stiftklosterneuburg angeschaut und ich muss sagen, der ist wirklich sehr, sehr interessant und man sieht hier doch viele Sachen, die man sonst nicht überall auf den Adventmärkten sieht. Das ist im alten Binderstadl. Dieser Adventmarkt und da ist auch dieses große Fass drinnen, wo man zum Leopolditag runterrutschen kann. Herzlich willkommen, geschätzte Gäste, bei Hornung Spaßlabor. Ich wollte euch heute ein lustiges Adventgedicht vortragen und da habe ich gesucht und gesucht und kein Gescheites gefunden. Da habe ich mir gedacht, schreibst halb selber eines. Und was dabei rausgekommen ist, das werdet ihr jetzt hören. Über die Weihnachtsgeschenke geht's. Weihnachtsgeschenke. Liebe Leute, ich bin verwirrt, wenn ich dran denke, wer bringt denn zu Weihnachten die Geschenke? Christkind, Nikolaus, der Weihnachtsmann, Santa Claus? Kein Schwein kennt sich da wirklich aus. Sollte es das Christkind sein, muss ich euch sagen, das Christkind muss sich furchtbar plagen. Warum muss es sich plagen? Wegen den neuen Super-Alarmanlagen. Andauernd wird Alarm gegeben, kein Mensch kann ruhig dann mehr leben, keiner glaubt, es kommt das Christkind rein. Nein, Diebesbanden werden es sein, vielleicht Rumänen oder Bulgaren, die in der Nähe des Hauses waren. Doch nein, das Christkind wollte Gaben geben und muss nun im Kerker weiterleben. Angeblich als getarnter Einbrecher verhaftet, ob das Christkind je verkraftet? Santa Claus, dem geht's auch nicht fein. Er kommt ja durch den Schornstein rein, doch oft, das ist ganz klar, ist kein Rauchfang nicht mehr da. Der Weihnachtsmann sagt ganz beglommen, wie soll ich durch die Fernwärme kommen? Auch bei einem Passivhaus kommt er nicht rein und auch nicht raus. Es gibt auch hier keinen Schornstein mehr. Erdwärmeheizung macht es ihm schwer. Soll er als Maulwurf in das Haus gelangen, da könnte er leicht Schläge fangen. Selbst wenn ein Schornstein doch noch da für Santa Claus besteht Gefahr. Durch den Verfall der guten Sitten hat manch ein Weihnachtsmann gelitten. Santa Claus rutscht durch den Rauchfang und erkennt, dass im Raum ein hübsches Mädchen pennt. Und noch dazu ganz ohne Kleider. Für ihn war das zwar schön, doch leider, er wurde dadurch so erregt und mitgenommen, und er konnte nicht mehr aus dem Rauchfang kommen.
Und die Moral von der Geschichte? Weihnachtsgeschenke bringen, das ist ganz klar, ist jetzt viel komplizierter, als es mal war. Der Thomas Stipsitz ist einer der bekanntesten Jungkabarettisten in Österreich und er hat auch beim FC Rückpass-Film mitgespielt und auch bei uns gewohnt. Und da haben wir uns jetzt im Urlaub sein Kabarett angesehen und ich muss euch sagen, wir waren auch diesmal, so wie beim Lukas Residaritz, total begeistert. Eine DVD von seinem Programm ist bestimmt ein tolles Geschenk. Ihr seht die Internetseite eingeblendet, wo man die DVDs bestellen kann. Hier könnt ihr euch auch kurze Videosequenzen aus seinem Programm ansehen. Wir besuchen nun wieder das oftmals ausgezeichnete Weingut Familie Auer aus Tattendorf. Der Pinot Noir ist eine sehr, sehr alte Sorte und gibt schon sehr, sehr lange. Ist in unser Gebiet eigentlich gekommen, seinerzeit, wie die Zisterzienser gewandert sind, haben sie immer wieder Pinot Noir aus Frankreich vor einem Stammkloster mitgenommen. Und so ist es da zu uns. Stift Heiligenkreuz, sprich das Weingut Thaler. Das sind die ersten Aufzeichnungen, wo Pinot Noir kommen. Und so hat sich das immer in der Region Pinot Noir erhalten quasi. Und St. Laurent sagt man, dass er aus dem Elsass auch stammt. Wobei dort gibt es ja nicht mehr. Also, mittlerweile findet man St. Laurent nur in Österreich. Und da sind wir so ziemlich ein Hauptgebiet. Ein bisschen St. Laurent finden wir in den umgrenzenden Ländern, die ein bisschen Weinbau machen, Ungarn und Tschechien. Also da gibt es auch ein bisschen St. Laurent, aber jetzt im Großen. Das ist ja ganz typisch da für das Gebiet, oder? Das ist St. Laurent. Und kommt meiner Meinung nach von die Burgundersorten und mit der St. Laurent ein bisschen auch wieder im Trend. Also man sucht vielleicht jetzt wieder Weine, die ein bisschen besser zum Essen passen, ein bisschen finessenreicher sind, nicht nur dicht, nicht nur voll, sondern auch ein bisschen Finesse haben. Und also als Speisenbegleiter, muss man ehrlich sagen, ist St. Laurent und Pinot Noir eine tolle Geschichte. Also das, ja, der überlagert das Essen, also, ne? Ja, genau, also das fügt sich quasi hinzu. Und dazu muss man sagen, dass es auch sehr gute Lagerweine sind. Nicht? Also das sind auch Weine, die man aufheben kann und sind regionale autochthone Sorten eigentlich. Nicht? Und das, wollen wir auch weitergehen. Wollen wir auch in unserer Gruppe weitergehen. Also, sprich, die Burgundermacher sind wir da auch. Ja, Burgundermacher, das ist ein gutes Stichwort, Burgundermacher. Wie seid ihr eigentlich da drauf gekommen? Oder wie es hat sich ergeben eigentlich, dass wir da ein paar, haben wir also zuerst schon zusammengearbeitet in einer anderen Gruppierung und die haben wir wieder ausweiten und da sind wir eben auf die 8 Mitglieder gekommen. 6 aus Tattendorf, 2 aus den Nachbarschaften, die halt irgendwo das Hauptziel Pinot Noir und St. Laurent haben und so ist dann der Name auch geboren für Wundermacher. Das Wesentliche ist, dass wir uns einfach den Punkt hinstellen, zu sagen, die Region, Thermenregion, gerade da in der Ebene des Gebiets steht für St. Laurent und Pinot Noir und so präsentieren wir sie auch. Nochmals die Öffnungszeiten zu den Feiertagen. Am 24. ist geschlossen, 25. und 26. geöffnet, 31. Dezember geöffnet, 1. Jänner ohnehin. Donnerstagabend kommt die nächste Folge von Börsenhof TV. Ich wünsche euch eine schöne Woche.